Als ich hierher gekommen bin, hatte ich noch ganz andere Vorstellungen von dem, was das hier ist. Hab dann hier relativ schnell festgestellt, was Tolles ist, dass viele Sachen, die man vorher über Musik zu wissen glaubte, gar nicht unbedingt gelten müssen. Wir beschäftigen uns eigentlich mit Musik aus allen erdenklichen Perspektiven. Jeder hat hier so die Möglichkeit, die Seminare zu wählen, die er halt spannend findet und wo er sich irgendwie ausleben kann. Und man kann seine Schwerpunkte setzen, aber im Kern geht es dann doch darum, dass man Musik aus allen erdenklichen Blickwinkeln kennenlernt. Aus historischen Blickwinkeln, aus psychologischen, philosophischen Blickwinkeln, ästhetischen Blickwinkeln, aber sich natürlich auch mit moderner Musik zu befassen, mit Akustik aber auch, was ist eigentlich Schall, was ist Klang und alles, was einen irgendwie an diesem Gegenstand, den man liebt, nämlich die Musik, interessiert, kann man hier lernen. So grundsätzlich kann man eigentlich davon ausgehen, dass immer Musikwissenschaftler, Pädagogen und Lehrämtler in der Veranstaltung sitzen. Und gerade in so einem Bereich ist es natürlich mega bereichernd, wenn man in Gruppen arbeitet, die gemischt sind von den Studiengängen und sich dadurch dann nochmal ganz anders austauschen kann. Dadurch, dass die Projektseminare meistens nur ein relativ weit gefasstes Oberthema haben, kann man sich im Grunde genommen immer selbst genau ausdenken, was man gerne machen möchte, in welche Richtung man gerne forschen möchte. Und dadurch besteht natürlich auch wirklich viel Möglichkeit, einfach nach seinen eigenen Interessen zu studieren. Und das ist sehr schön, weil man dann auch wirklich nach den individuellen Interessen gehen kann. Vielleicht auch sagen kann, mich interessiert jetzt gerade Filmmusik mehr, dann belege ich mehr Seminare in dem Bereich. Wir haben hier viele Veranstaltungen auch wirklich zu populärer Musik gehabt. Ich habe ein Blues-Seminar besucht, wo sich wirklich auf wissenschaftlicher Ebene auch mit Musik beschäftigt wird. Deswegen schätze ich den wissenschaftlichen Diskurs auch sehr hier. Popularmusikforschung heißt eben nicht nur Popmusik, die zurzeit im Radio läuft, sondern das heißt auch alles, was Recorded Music ist, also durchaus auch historisch. Aber man schaut, was passiert heute und was passierte die letzten 70 Jahre beispielsweise mit der Musik und wie können wir Musik eigentlich betrachten, wenn sie nicht in Noten niedergeschrieben ist. Es ist einfach schön, dass man auch von den Dozenten so da unterstützt wird, dass die Dozenten da echt hinterher sind, zu schauen, okay, hat man das Interesse daran, das vielleicht irgendwie zu publizieren oder mal irgendwo vorzutragen und vorzustellen. Wir haben herausragende Dozenten hier, die sich sehr bemühen und sehr bemüht sind, die Studierenden fliegen statt fallen zu sehen.